Hallo zusammen, hier ist wieder Jilla und natürlich wieder für euch in Battle Pass unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar geht es heute wieder um zwei schicke Toys, die ich mir geholt hatte. Und zwar einmal um das Katzengold und um die magische Ogergötze. Das sind ja eine der wenigen Toys, die mir tatsächlich noch fehlen. Also das hier sind alle, die ich noch brauche. Das sind leider alles Toys, die abseits vom Spiel erspielbar sind, heißt alle, die man im Spiel holen kann, habe ich mir farmt. Und das sind jetzt so die letzten TCG-Sachen, die ich noch holen kann. Die beiden Toys haben mich gekostet, und zwar, schauen wir einmal nach, für die magische Ogergötze habe ich gezahlt 70 Euro und für das Fool's Gold oder Katzengold im Deutschen habe ich 50 Euro gezahlt. Das scheint mir relativ viel zu teilen. Tatsächlich, vor ein paar Monaten waren die Preise da noch ein bisschen besser. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu spät zugeschlagen, tatsächlich. Und zwar können wir mal reingucken, wo ich da ursprünglich war. Fool's Gold bei 50, okay, da habe ich anscheinend doch nichts falsch gemacht. Und bei der Ogergötze war, okay, da habe ich zwar 2 Euro, okay. Okay, es ist irrelevant, ja. Ich hab mir kurz gedacht, dass ich da mehr gezahlt habe, also ein gutes Stück mehr, aber die Preise, die bleiben eigentlich einigermaßen konstant bei diesen Items. Bei den Mounts hast du mehr Ausschläge, bei der Geschichte geht's eigentlich. Gut, wir haben ja jetzt dazugelernt, wie wir das löschen können. Da habe ich mich ja vor ein paar Videos schon mal grob blamiert. Dann Fußgold können wir auch aus der Liste rauslöschen. Ihr seht schon, das wird langsam ein bisschen weniger, was sehr, sehr schön ist an der Stelle. Und jetzt können wir unten das eintragen. Was haben wir gesagt? Wir hatten gesagt, für die magische Ogergötze haben wir gezahlt 70 und Fußgold, das ist das Katzengold, waren 50. Und da geht langsam der Betrag hier hoch, was ich für Toys ausgegeben habe. 900 Euro waren es jetzt schon für Toys tatsächlich. Und overall, ne, quasi für Euronen 4600, das sind auch die Mounts dabei und die ganzen anderen Sachen. Und wenn wir natürlich das, was ich für Gold noch gekauft habe, diese ganzen Geschichten dazu zählen, dann sind es schon 12.000. Aber wie gesagt, das sind halt die Werte, die ich jetzt irgendwo gefunden habe, wie zum Beispiel auf eBay oder auf dem Card Market. Und dann einfach gegenübergesetzt hat, die ganzen Sachen, den Großteil habe ich mir für Gold gekauft, also ingame gefarmt und dann für Gold gekauft, aber halt jetzt als Umrechenwert, dass man sich was drunter vorstellen kann. Auf diese ganze Tabellengeschichte bin ich aber in den vorherigen Videos schon eingehend drauf eingegangen, deswegen machen wir das jetzt hier nur so schnell als Übersicht. Genau, gut, dann würde ich sagen, lernen wir die Dinger, schauen uns an, was die so können, und zwar Katzengold einmal. Und dann noch die magische Ogergötze. Und da sieht das Fenster natürlich jetzt schon viel schöner aus. Jetzt sind da nur noch zwei Stück drin. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal an, was die so können. Und zwar fangen wir mal mit dem Katzengold an. Hier haben wir es. Ein Katzengoldvorkommen zu platzieren. Okay, also wir müssen es benutzen, dann können wir ein Katzengoldvorkommen platzieren. Das machen wir jetzt mal. Okay, und das können wir jetzt abbauen. Ach so, und dann beschwören wir quasi einen Kobold. Also ich habe gelesen, dass es anscheinend so ist. Ach so, dann ist er wieder weg, wenn wir nochmal abbauen. Aha, da können auch alle anderen Leute anscheinend drauf rumhacken und die haben dann so einen Kobold, der einem hinterherläuft. Wir haben jetzt aber hier tatsächlich keinen Buff oder sonst was. Läuft der mir, wie lange kommt denn der jetzt mit? Ich sehe jetzt hier. Der läuft mir jetzt halt nach, ne? Nicht, ob man mit dem irgendwas machen kann, wenn ich jetzt fliege. Ah ja, gut. Dann verzupft er sich. Okay, hätten wir das schon mal getestet. Also wir können uns so einen kleinen Kobold holen. Ich laufe jetzt mal nochmal zurück. Schau mal, ob es despawned ist. Ob man davon nicht weglaufen darf. Ich probiere da ganz gerne mal was um. Ah, schau, nein, es ist noch hier. Wir können noch drauf drücken. Wir haben so eine riesen Spitzhacke quasi in der Hand. Gut, also hier kriegen wir einen kleinen Gefährten dazu. Und das zweite, was wir uns geholt haben, war Ogergötze, die magische Ogergötze. Und da können wir uns einfach verwandeln. Gut, 30 Minuten Abklingzeit hat es. 5 Minuten verwandeln wir uns in einen zweiköpfigen Oger. Ich glaube, es gibt einige Oger-Items, aber in den zweiköpfigen verwandelst du dich, glaube ich, nur bei dem Teil. Auf jeden Fall ganz nett. Wahrscheinlich. Achso, ich bin sogar noch im Bären. Also das geht über die Bären-VZ drüber. Nice. Das ist gut.
Aber ich schätze mal, auf Mountain wird nicht gehen mit dem Ogre. Nein, also das ist mit vielen Verzauberungen, dass man leider mit denen nicht auf Mountain kann, weil Blizzard da halt, ja, quasi keine Reitanimation zugefügt hat, weil man im Normalfall ja keine Ogre spielen kann. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch mit den Toys. Mir fehlen jetzt, ja, hier nur noch zwei, die wir in-game angezeigt werden. Und was wir jetzt aber auch nochmal gucken können. Und zwar können wir ja auf der Seite, die Sim sich Simple Armory schimpft, einmal hier die Toys rüber kopieren. Das müssen wir leider immer so machen. Normalerweise kann Simple Armory alles vom Armory auslesen, aber da Toys blöderweise nicht in der Armory gespeichert sind, geht es nur so, dass wir das einmal hier Schrägstrich SA Toys eingeben und die dann hier reinkopieren. Da braucht ihr, wenn ihr das machen wollt, aber das Add-on von Simple Armory. Und ja, dann können wir das einmal saven und dann zeigt das an, was quasi mir die Seite sagt, was ich noch brauchen würde. Und da sind es noch ein paar mehr. Unter anderem jetzt die beiden, die mir angezeigt werden. Ne? Also hier, das ist diese Anbindepfosten und das Feuerwerk. Die haben wir ja beide hier in-game drin. Das sind die beiden. Da habe ich jetzt beim letzten Video schon gesagt, das Ding wird wahrscheinlich nicht mehr erhältlich sein. Und das andere, was man dann hat, sind noch zwei so Portalsteine, die für Toy-Verhältnisse recht teuer sind tatsächlich. Also die meisten Toys waren ja jetzt gut unter 100 Euro. Die sind ein gutes Stück drüber. Und dann gibt es noch eine zweite Ogre-Verwandlungsgeschichte, aber die werden wir wahrscheinlich genauso schlecht wie das Feuerwerk bekommen. Also da muss ich mal gucken. Das ist über so Special-Punkte gewesen, die es leider nicht mehr gibt, wenn man damals TCG-Sachen eingetauscht hat. Und ja, diese Items kriegst du leider nicht mehr. Mal gucken, vielleicht kommen sie irgendwie anders mal noch ins Game oder man kann da irgendwas anderes noch machen. Im Moment sieht es eher schlecht aus. Achso, das seht ihr jetzt nicht, weil das jetzt wieder hier so eingedingst ist hinter dem Ding. Aber hier war jetzt quasi das eine Ding und das andere und die drei Items, die quasi hidden sind, die hier nicht angezeigt werden. Genau. Gut, das war's wieder mit dem kleinen, ja, Toy-Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne beim nächsten Video wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.